Die Welt ist im Wandel und das Wissen um die großen Zyklen ist die Basis für einen bewussten Umgang mit dem aktuellen Zeitgeschehen. Wo wir uns derzeit befinden und was wir individuell, im Einzelnen und kollektiv tun können, darüber sprechen wir jetzt mit dem Autor und Philosophen Armin Risi. Tja, Armin. Ich freue mich, dass du da bist. Und wir hatten ja schon mal das Vergnügen vor einer geraumen Zeit. Und mir ist auch bewusst, wie wichtig gerade dieses Interview gerade ist für alle anwesend und auch für uns. Denn wir befinden uns wirklich im Wandel. Und ich musste sofort daran denken, 2012 gab es doch so eine Art Prophezeiung von den Mayas. Oder man hat gesagt, 2012 geht die Welt unter. Aber jetzt sind wir 2018 und es ist nicht passiert. Ja, Gott sei Dank. Aber 2012 hat doch niemand, haben die Mayas, diejenigen, die diesen Kalender ja haben, beziehungsweise hüten, von dem wir ja dieses Datum bekommen haben, haben die auch nie gesagt, dass da die Welt untergeht. Das hat Hollywood gesagt. Und zwar nicht, weil die das unbedingt dran glaubten, sondern um das Ganze irgendwie lächerlich zu machen und einfach profitmäßig wieder auszuschlachten. Das ist ja mittlerweile bekannt, 2012, die Wintersonnenwende, war ja der Schlusspunkt eines großen Zykluses, der über 5000 Jahre geht. Dort kam das war dieser Schlusspunkt. Und das hat eine Vorzeit, eine Nachzeit. 25 Jahre vorher war ja die harmonische Konvergenz. Dort hat die Öffentlichkeit zum ersten Mal überhaupt gehört, etwas von diesem Jahr 2012. Damals war das noch 25 Jahre in der Zukunft, heute ist es 6 Jahre hinter uns. Also quasi ein Übergangszeit, 25 Jahre vorher, 25 Jahre nachher, das ist ein Übergang so quasi von der vierten Welt in die fünfte Welt. Also wir sind in einer wichtigen Zeit, dieser Kalender sagt uns auch, es ist eine Übergangszeit, wo sich vieles wandelt. Es ist also sicher nicht sinnvoll, uns krampfhaft am Alten festhalten zu wollen, denn das wird sich ändern, glücklicherweise. Die Frage ist nur, was kommt danach? Da gibt es ja verschiedene Szenarien und Wunschträume oder Pläne von verschiedenen Seiten. Aber die Erde und die kosmischen Zyklen haben ihre Vorgabe und ihre Schwingungsfrequenz. Und wir sind eingeladen und es wäre sehr weise, da in Resonanz zu gehen. Du sprichst von Zyklen. Wie viele Zyklen gibt es denn? Oder 4 Stück, hast du gesagt? Ja, im Indischen gibt es diese großen Zyklen. Aber vielleicht nochmal zuerst zu den Mayas zurückzukommen. Ich habe hier auch extra mein Maya-Hemd angezogen. Das war ein Geschenk von lieben Menschen und das ist Handarbeit von den Mayas. Und ich habe mir lange überlegt, ein geeigneter Moment, wo ich zum ersten Mal anziehe. Heute ist der Moment. So, die Mayas, sie sind ja die Hüter der Zeit, beziehungsweise die Hüter eines Wissens um die Zeit, von dem sie selber sagen, dass sie das nicht rausgefunden haben. Sie haben es bekommen. Sie hüten es. Der Kalender fängt ja 3100 vor Christus an. Da gab es dieses Maya-Volk in der Form noch gar nicht. Also sie haben einen Kalender, der zu einem Zeitpunkt beginnt, wo es sie noch gar nicht gab, als Volk. So. Und da gibt es viele Unterzyklen. Und ganz wichtig war, vor 500 Jahren begann ein Unterzyklus. 5000 Jahre, 500 Jahre, 50 Jahre dann. So begann ein Unterzyklus, ein negatives Pachakuti oder Pachakutek, je nach Maya-Sprache. Gibt ja verschiedene Sprachen. Pachakuti heißt Umwälzung. Und sie wussten, die Weisen der Maya wussten, jetzt kommen 500 dunkle Jahre. Wir gehen jetzt 500 Jahre durch die Hölle. Wir werden massakriert. Genau vor 500 Jahren kamen ja die Spanier und es begann der Genozid in Mittel- und Nord- und Südamerika. Und die Maya, die haben nicht dagegen gekämpft, weil sie wussten, es ist sinnlos, wir sind unterlegen, nur schon mit den Waffen. Aber sie wussten und ihr großes Anliegen war, unsere Tradition, unser Wissen muss trotz dieser brutalen Verfolgung die nächsten 500 Jahre überdauern, dass wenn die 500 Jahre vorbei sind und wir wieder nach oben kommen, dass das Wissen immer noch da ist. Und sie haben es geschafft. Und dieser ganze Aufwand war eigentlich, um jetzt der heutigen Menschheit zu sagen, es ist eine Umwälzungszeit. Diese 500 Jahre davon, so ein Fraktal 50, das sind ja genau die 50 Jahre, von denen ich vorher gesprochen habe, die 25 Jahre vorher und nachher, wo wir jetzt mittendrin sind. Und sie,
die Botschaft quasi an uns ist, so wie wir die 500 Jahre durchgehalten haben, und es war nicht einfach, der letzte Genozid an den Maya-Indianern war 1970 in Guatemala durch das diktatorische Militärregime. Da wurden ganz gezielt die Schamanen und die Träger des Wissens verfolgt und auch getötet, ermordet. Also das ist noch nicht lange her, 1970. So, und sie sagen, so wie wir diese 500 Jahre durchgehalten haben, haltet ihr bitte diese 50 Jahre durch, von denen 31 ja schon vorbei sind. Durchhalten, weil es wird rauen, das wird herausfordern in dieser Zeit, aber wie es dann biblisch wieder so schön heißt, wer durchhält bis zum Schluss, wird gerettet. Also das, und deswegen ist dieses Wissen sehr wichtig. Wenn wir meinen müssten oder glauben würden, das geht unendlich so weiter und kein Licht am Ende des Tunnels, könnte das entmutigend sein. Aber das Wissen um die Zyklen sagt uns, es geht vorbei und es kommen ganz neue Faktoren hinzu, mit denen wir bisher nicht gerechnet haben. Und wie viele Zyklen? Also es gibt 4 Zyklen, ja. Und wir befinden uns jetzt in dem 4. richtig? Ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir da das nicht durcheinander bringen. Die 4 Zyklen, von denen ich rede, das sind die großen Zyklen aus dem Indischen. Das sind die großen irdischen Zyklen in Resonanz mit den galaktischen Abläufen. Da reden wir von Hunderttausenden und Millionen von Jahren. Also der jetzige große Schöpfungszyklus begann vor 4 Millionen Jahren. Vor wie viel? 4 Millionen Jahre. Aber dorthin gehört die Menschwerdung. Dort kamen die Menschen auf die Erde. Durch Verdichtungsschritte. Das ist natürlich eine ganz andere Sicht als die materialistische Welt, die heute überall propagiert wird. Aber das Wissen unserer Vorfahren ist schon ein bisschen älter und wird sich auch jetzt wieder als richtig bestätigen, vom Prinzip her. So, ja. Und der vierte Zyklus, der lang gehen wird, der vierte Zyklus geht 432.000 Jahre. Niemand sagt, dass jetzt die Welt untergeht. Wir sagen, huch, geht das noch 400.000 Jahre, es geht sogar noch länger. Also die Welt geht nicht unter, aber die Welt wandelt sich. Da sind wir jetzt mittendrin, eben Welt im Wandel, das ist unser Stichwort. Und Faktoren, die hier zukommen, wenn wir die Überlieferung der verschiedenen Kulturen anschauen, seien es die Ureinwohner Amerikas oder die alten Traditionen Indiens oder in aller Welt, in Europa wurde sehr viel ausgerottet. Das ist schon so länger her, dass die Ausrottung stattfand, so man erinnert sich schon fast nicht mehr daran. 2.000 und 3.000 Jahre, aber da ist hier Ähnliches passiert. So haben wir gar nicht mehr so viele Traditionen hierzulande. In anderen Bereichen der Welt ist das noch ein bisschen lebendiger geblieben. Zum Beispiel in der indischen Tradition erfahren wir, dass bis vor 5.000 Jahren die Lichtwesen, also die Bewohner, sage ich mal, der höheren Dimensionen, einen offenen Kontakt mit den Menschen hatten. Und dann war ein Einschnitt, dann begann das dunkle Zeitalter, das große vierte, aber gleichzeitig auch der Unterzyklus der 5.000 Jahre, das ist wie so ein Unterzyklus im Großen. Und in diesem dunklen Zeitalter, wo die Menschheit in eine beschränkte Weltsicht und einen beschränkten Bewusstseinshorizont absinkt, ist die geistige Welt in den Hintergrund getreten. Es war nicht mehr normal, der Kontakt, es war paranormal. Aber paranormal geht er ja weiter. Aber es ist nicht mehr normal. Und es heißt dann wieder, dass jetzt dieser Kontakt wieder normaler wird, zuallererst mal auf der individuellen Ebene für Menschen, die dafür empfänglich sind. Und immer mehr auch ins Kollektive. Du sprichst von Lichtwesen. In welcher Form, wie können wir uns das vorstellen? Es gab ja schon Erscheinungen im Laufe der Geschichte. In deinem Buch Ihr seid Lichtwesen hast du von einer Büffelfrau gesprochen. Ist das eins dieser Lichtwesen? Ja, das ist zum Beispiel eine Erscheinung innerhalb dieser 5000 Jahre. Es ist noch gar nicht so lange her, also wir wissen es nicht genau. Aber sicher innerhalb dieser 5000 Jahre war das bei den Lakota, Sioux oder Sioux, wie man sagt, bei den Lakotas. Dort war nicht Krieg, die Not war damals anders, die Not war damals Hungersnot, also naturbedingt, aber so schlimm, dass das ganze Volk vom Hunger bedroht war. Und dort ist dann, um eine lange Geschichte kurz zu machen, ist an einem Punkt, und so wird es genau beschrieben in der Überlieferung, hat sich ein Lichtwesen materialisiert, und zwar als Frau, die weiße Büffelfrau. Und sie hat gesagt, ich komme immer wieder zu euch.
Also in verschiedenen Zyklen. In den verschiedenen Unterzyklen, würden wir sagen. Also auch die warten, dass die weiße Büffelfrau wieder kommt. Aber jetzt hier geht es mir ums Prinzip, dass wir auch jetzt da zum Beispiel in Nordamerika eine Überlieferung haben, wo gesagt wird, dass sich ein Lichtwesen materialisiert hat, aus höheren Dimensionen hier erschienen. Heute ist das paranormal, außergewöhnlich. Früher war das auch außergewöhnlich, aber nicht außerhalb des Wissens der Menschen. Man hat damit gerechnet. Und wir dürfen auch heute wieder damit rechnen, dass diese Faktoren hinzukommen in dieser Übergangszeit. Damit wir geführt werden? Damit wir geführt werden und damit auch neue Impulse kommen, unser Bewusstsein erweitert wird. Denn wir sind ja so in ein materialistisches oder auf der anderen Seite der Spaltung unserer Gesellschaft in ein fundamentalistisches Wissen abgesunken. Das zerreißt unsere Gesellschaft, sodass höhere Wissensimpulse kommen, wir wieder mehr, ja, einfach über die Natur des Kosmos und unseres, von uns selber als Menschenwesen und Lichtwesen und Seelenwesen erfahren. Denn je mehr sich unser Horizont erweitert, umso mehr verändert sich auch unser Bewusstsein. Und das Bewusstsein prägt das, was wir glauben. Und das heißt ja, dein Glaube hat dich geheilt. Das heißt, der richtige Glaube hat dich geheilt. Das heißt, Glaube kann uns auch krank machen. Das sehen wir heute leider mehr. Da kommt die Diagnose. Und wir denken, das ist eine schlimme Diagnose. Und dann beginnt der destruktive Prozess, weil wir glauben, es sei destruktiv. Also, aber der Glaube macht uns krank oder heilt uns. Der Glaube kann Berge versetzen oder der falsche Glaube kann uns am Berge prallen lassen. Du hast jetzt von Lichtwesen gesprochen, die etwas sind, was wir so nicht vielleicht verstehen, die von außen kommen oder von einem höheren Bewusstsein kommen. Aber du sagst ja auch, wir selbst, wir Menschen sind Lichtwesen. Mhm. Kannst du uns das kurz erklären? Ja, philosophisch, also symbolisch und archetypisch ist das irgendwie nachvollziehbar. Wir sind Lichtwesen, wir strahlen und wir sind Schöpferwesen. Aber sogar immer bis ins Biologische und Anthropologische ist der Mensch ein Lichtwesen. Hier ist nicht das Thema, da näher drauf einzugehen, das habe ich bei Novisa nochmal gemacht, dieser Vortrag, wo ich einfach ganz klar sage, wenn wir das materialistische Weltbild durchschauen, dann heißt es, unser Gespräch heißt es, glaube ich, neues Bewusstsein, radikal umdenken. Ja, da gehört zu diesem radikal Umdenken zum Beispiel, dass wir Theorien durchschauen und überwinden, hinter uns lassen, die diesen widerlegten oder beschränkten Weltbildern zugeordnet sind und denen entsprungen sind, zum Beispiel Evolutionstheorie. Materialistische Evolutionstheorie, wo Leben auf Zufall reduziert wird und Leben ist zufällig aus Materie entstanden und so weiter. So, das hat uns nicht wirklich weitergebracht. Der Mensch wird heute dem Tierreich zugeordnet, aber seitdem wir das glauben, seit den letzten 120 Jahren, hat sich ja zum Beispiel unser Umgang mit den Tieren nicht verbessert. Es ist ja nicht, dass wir sagen, okay, die Tiere, wir gehören zur Familie der Tiere, also gehen wir mit den Tieren doch menschlich um, wäre doch eine Idee. Aber nein. Die Schlachthöfe und die Schlachtindustrie hat ja um sich gegriffen und wieder heute noch expandiert nach China und überall. So, also diese Theorie und dieser Glaube hat uns nicht weitergebracht. Ja, es gibt auch ein falsches Menschenbild und ein falsches Tierbild und ein falsches Naturbild. So, mit anderen Worten, es ist ein ganz anderes Menschenbild. Und wenn wir das Wissen um den multidimensionalen Kosmos anschauen und das logisch ausformulieren, es gibt natürlich viele mythische Bilder bei allen. Und das sind Bilder, diese mythischen Bilder sind nicht logisch. Aber wenn wir einen Schlüssel haben, können wir sie wieder logisch rückübersetzen. Und logisch rückübersetzt bedeutet das, dass der Mensch nicht zufällig entstanden ist, auch nicht einfach ein mutierter Affe ist. Und die Tiere sind auch nicht einfach nur zufällig entstanden, sondern, wenn wir es mal vom Mensch sprechen, der Mensch ist entstanden, indem Lichtwesen durch eine Verdichtung ihres Lichtkörpers aus höheren Dimensionen in diese Welt gekommen sind. Und da ist das indische Wissen wieder sehr wichtig, weil wir dort eine Tradition haben, die nie untergegangen ist. Die sagen uns, diese Menschwerdung war im ersten großen Yuga, Satya-Yuga, das fast 2 Millionen Jahre geht, von 4 bis 2 Millionen Jahre, dort sind die Menschen, die Lichtwesen, zuerst auf die ätherische Ebene und dann in die physische Ebene gekommen. Und warum? Ja, das ist eine gute Frage. Warum machen die das? Warum sind sie überhaupt gekommen? Warum müssen sie sich materialisieren oder manifestieren in einem Körper? Also wir sehen die Ureinwohner der Menschen.
die Ureinwohner der Erde, die ersten Menschen waren Lichtwesen. Und satt im ersten Yuga, im zweiten Yuga, haben wir schon 3 Millionen Jahre abgedeckt, gab es keine Kriege, gab es keine Lüge, gab es keinen Mord und Totschlag und es war nicht langweilig. Wir denken immer, wenn es keinen Krieg gibt, ist es langweilig. Wir können uns ja nicht entwickeln, wenn es keinen Krieg gibt. Also wir müssen denen danken, die Böses tun und Krieg machen, damit wir uns entwickeln können. So, das ist, diese Philosophie kam erst mit dem 3., 4. Zeitalter auf die Welt. Nicht von den Lichtwesen. Aber was ist dann passiert? Die kamen auf die Erde, aber es hat sich ja schließlich auch was verändert und es ist ja auch viel Schlimmes passiert. Es wurde immer dichter. Jetzt der metaphysische Grund. Auch wieder, wenn wir die verschiedenen Mythologien und auch religiösen Beschreibungen rückübersetzen, logisch, bedeutet das, dass es eine Scheidung der Geister gibt. Licht und Dunkelheit. Symbolisch gesprochen, nicht physikalisch. Licht und Dunkel. Das Licht existiert durch sich selbst heraus und gibt uns immer den freien Willen, dass wir uns vom Licht trennen können. Das können wir. Wir können im Licht jederzeit eine Mauer bauen und dann wird es dunkel. Warum sollte ich das aber tun, wenn ich Licht bin? Das ist sehr schwierig nachzuvollziehen, weil wir reden hier nicht von irdischer Welt, wir reden hier von den höchsten Kausalebenen des Kosmos. Aber wenn wir das irgendwie mit unserem Verstand verstehen wollen, können wir das so nachvollziehen. Wieder mit Licht und Dunkelheit. Wenn wir im Licht sind, sind wir Schöpferwesen, wir haben einen freien Willen und da wird nicht interveniert. Und man kann entdecken, im Licht, wenn wir gewisse Schritte machen, können wir etwas kreieren, was das Licht nicht kann. Licht schafft keine Dunkelheit und kann das auch gar nicht, muss es auch nicht. Aber gibt uns die Freiheit, es zu tun. Und wenn man das entdeckt, gewisse Schöpferwesen, die entdecken, wenn wir diesen Schritt machen, können wir etwas tun, was das Licht nicht kann. Wir machen jetzt, wir sagen ihm Dunkelheit, aber aus ihrer Sicht ist es eine höhere Realität. Sie sagen, wir machen etwas, was das Licht nicht kann. Also ist das, die Dunkelheit, die wir kreieren, eine höhere Realität. Wir machen jetzt eine bessere Schöpfung. Wir machen jetzt eine neue Welt, eine neue Weltordnung. Eine bessere Schöpfung als die Schöpfung, die schon da ist. Das heißt, aus den Lichtwesen, die dann manifest wurden, haben sich ein paar von denen sozusagen vom Licht abgewandt? Nicht abgewandt oder abgespalten ein Stück weit, oder? Eben, wir sprechen hier von den höheren Welten, Licht und Dunkel. Mhm. In unserer, also jüdisch-christlichen Kreis spricht man von gefallenen Engeln, im Sanskrit spricht man von Asuras, von den Unlichtwesen, die sich vom Licht getrennt haben. Und das Verflixte ist, wenn man sich vom Licht trennt, ist man in Dunkelheit, man kann das zwar für eine höhere Realität halten. Wenn man mit denen spricht, die diesen Schritt machen, die sagen nicht, wir sind jetzt gefallene Engel und böse Wesen machen Krieg, sondern die sagen, wir sind die Guten. Wir haben etwas entdeckt, was besser ist als andere. Und um dieses Bessere durchzusetzen, heiligt unser Mittel, unser Zweck die Mittel. Und das sehen wir ja, also jetzt auf unserer Ebene sehen wir das ja. Wie Kriege rechtfertigt. Alle unsere Politiker sind ja Meister, also Politikerinnen und Politiker, sind ja Meister darin, Krieg zu rechtfertigen. Vor allem, wenn es die Richtigen tun, die Freunde. Wenn die das tun, ist das nicht Krieg, sondern friedenshaltende Maßnahme. Die fördern zwar nicht den Frieden, es wird immer, aber es klingt gut. So sagt man das. So, also, und das, hier läuft nichts anderes, was auf einer viel höheren Ebene begonnen hat. Aber es ist dieselbe Mentalität, die kommt dann später auch auf diese Ebene und wir sehen sie am Fernsehen und überall, wie diese Mentalität ist. Und natürlich, wir können Spiegel vorhalten, wo finde ich die in mir? Aber das ist ein nächster Schritt. Aber jetzt geht es wirklich mal geopolitisch und kosmopolitisch, das so anzuschauen. Die Lichtwesen von außen, also von hier ist dunkel, von außen, also von ihrer Warte des Lichts aus, haben die natürlich gesehen, dass Dunkelheit eine Illusion ist. Einfach nur Abwesenheit von Licht. Es ist aber auch klar, dass diejenigen, die da reinfallen, das nicht durchschauen. Und Dunkelheit kann selber kein Licht kreieren. Das heißt, es gab wie so eine Art kosmischen Plan, dass die, die im Licht geblieben sind sozusagen und die, die aus dem Licht, ich sag's jetzt mal, gefallen sind, nun zusammen auf diesem Planeten sind und das eigentlich die einzige Ebene ist, auf der sie sich auch treffen können. Ja,
Das war der Grund, warum die Lichtwesen Menschen wurden. Denn im ersten, zweiten Zeitalter waren die Lichtwesen hier, haben quasi das Entstehen einer Menschheit vorbereitet, damit dann später, im dritten und vor allem vierten Zeitalter, Seelen aus den abgespaltenen Welten hier inkarnieren können, um wieder eine Möglichkeit zu bekommen, sich mit dem Licht zu verbinden. Denn in der Dunkelheit gibt es ja kein Licht, aber hier gibt es Licht. Aber es geht im Grunde jetzt in diesem Zeitalter oder in diesem Zyklus um Heilung. Ja. Heilung, das klingt so lapidar. Ja, Heilung ist schön, ist es natürlich, aber Heilung bedeutet, dass etwas krank ist. Denn wo alles gesund ist, im Satya-Yuga war Heilung für die Menschen dort kein Thema. Die waren heil. Heil, holos, ganz. Ganzheitlich. Und Heilung bedeutet, dass das, was aus der Ganzheitlichkeit, aus der göttlichen Ordnung gefallen ist, wieder ins göttliche Gleichgewicht zurückkehrt. Oder Schöpfungsgleichgewicht, wenn wir so wollen. Aber beruht nicht auch Krankheit auf der Ebene, dass wir nicht mehr in Harmonie sind, dass ein Teil von uns eben nicht mehr, ich sage es jetzt mal, im Licht ist? Ja, irgendwie. Da können wir Schuld projizieren, wenn wir krank werden, oder sagen, wo kann ich mich etwas verbessern? Aber das ist nicht so unser Thema, aber das ist natürlich im kleinen Mikrokosmos spielt sich etwas Ähnliches ab, wie jetzt im Global und im Makrokosmos. Also Heilung global gesehen bedeutet also, dass offensichtlich etwas aus dem Gleichgewicht, aus der göttlichen Ordnung gefallen ist. Und das, wenn wir jetzt wieder auf das Wissen der Zyklen zurückkehren, seit 5000 Jahren diskrepant. Also das ist wirklich sehr markant geworden, dass die Menschheit aus dem Gleichgewicht gefallen ist. Die Inder sagen dem ja Kali-Yuga, diesem dunklen Zeitalter, diesen 5000 Jahren. Das ist das Kali-Yuga-Zeitalter der Spaltung, wo die Ganzheit gespalten wird. Und das Verflixte an Spaltung ist, es gibt immer zwei Hälften, zwei Halbwahrheiten. Das eine sind die religiösen Halbwahrheiten, wo Gott verwendet wird für eigene Ego- und Machtpolitik. Mit Gott kann man ja alles rechtfertigen, auch Kriege. Und auf der anderen Seite gerade das Gegenteil, atheistisch, materialistisch. Und was daraus kommt, sehen wir ja auch, wenn wir die atheistischen Regimes anschauen. Das war ja nicht die Alternative und auch nicht die Heilslehre, sondern wenn wir beide Seiten anschauen, sind beide ziemlich gleich gespalten, sprich diabolisch. Diabolisch, wir sagen teuflisch, aber diabolisch bedeutet eigentlich das, was spaltet. Das, was immer eine Ganzheit spaltet. Und das ist das charakteristische Merkmal der heutigen Zeit. Ist denn jetzt auch aus dieser Spaltung dieses Bild Gut und Böse entstanden? Ja. Das, was spaltet, ist böse. Böse ist das, was uns aus dem Gleichgewicht bringt. Es gibt Gut und Böse ist nicht nur relativ. Es gibt eine göttliche Ordnung und wir haben die Freiheit, mit dieser Ordnung zu harmonieren oder nicht. Die Ordnung ist da. Die bleibt da. Und wenn wir dagegen rebellieren und so tun, irgendeinmal wird uns die Natur und die Zyklen wieder eines Besseren belehren. Aber bis es soweit ist, können wir da mal ausprobieren. Auf Teufel kommen wir raus, bis zum geht nicht mehr. Wir sind ja kurz davor, dass wir das durchexerzieren. Und das ist durchaus böse. Das ist das Böse. Und das ist nicht gleichwertig wie gut. Aber ist Böse etwas eher Individuelles vom Charakter her, was wir tun, oder ist es schon was Kollektives? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Wenn ich hier von Böse rede, spreche ich wirklich von bösen Sachen. Erinnern wir uns an die Kriege, an die Völkermorde. Was mit den Kindern passiert. Wie nur eine Fußnote und so ein bisschen was Böse. Ich glaube, im Süddeutsche Zeitung, also das ist nicht eine Verschwörungstheorie, es ist eine Verschwörung, aber keine Theorie, leider nur. Da stand im September 2015, wurde an die Grenzen geöffnet. Und 6 Monate später, im März 2016, stand in der Zeitung, nur ganz kurz, Süddeutsche Zeitung, dort war es, Europol meldet, dass mindestens 10.000 Kinder verschwunden sind. Und da stand ganz klar Organmafia, Sexmafia und irgendwie so Terrorkreise. Kinder für Organmafia, wie bitte? 10.000 Kinder, die verschwinden nicht einfach so. Das sind 200, 300 Busladungen. Wo sind die Kinder? Ich habe nie gehört, dass man die sucht oder gefunden hätte oder dass es aufgehört hätte. Ich rede von diesen Dimensionen. Oder auch KZ, wie früher, ja, wenn Menschen KZ, abtransportiert KZ, werden. KZ, Konzentrationslager, Völkermorde, Versklavung, also diese Dinge. Und,
Und da ist es dann schon fast zynisch, wenn ich das jetzt, wenn ich bis in die Esoterik, gewisse monistische Esoterik-Lehren zitieren darf, wenn es heißt, alles, was dir zustößt, hast du selber kreiert. Also dann haben die Indianer und die Sklaven und die Juden in Dritten einfach zu wenig Schattenarbeit gemacht und zu wenig positiv gedacht, deswegen hat sie erwischt. Das ist ein bisschen zynisch. Und so ist es ja auch nicht. Das ist ein falsches Verständnis von Karma nebenbei. Gut, da hast du jetzt ein Stichwort genannt, Schattenarbeit und Karma. Ja. Inwieweit ist denn die Arbeit mit dem Schatten, also du sagst, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass der Schatten nicht unmittelbar, nur weil ich ihn anziehe, auch in mir sein muss. Das widerspricht ja auch so einigen anderen Meinungen. Das heißt, ja. Schauen wir einfach, ich bleibe mal gern bei der Theorie. Wie beim Autofahren, bevor wir ins Auto sitzen und losfahren, ist es gut, dass wir mal die Tafeln kennen. Karma bedeutet, Karma ist natürlich das Gesetz, das auf das geistige erweiterte Gesetz von Ursache, das auf das geistige erweiterte Gesetz von Aktion und Reaktion, auf dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Also natürlich, alles, was ich tue, hat eine Folge. Aber nicht alles, was mir zustößt, habe ich selber verursacht. Dann bin ich aber Opfer. Also das geht um ja, natürlich Willkür bist du Opfer. Oder ich komme irgendwo Es gibt Täter hin. Und Opfer. Aber das heißt nicht, dass du deswegen in ein Opferbewusstsein gehen musst. Die Frage ist, wie gehe ich mit dem Opferdasein um, wenn mir etwas zustößt? Ist es dann Zufall, wenn ich in einem Supermarkt auf einmal, da kommt einer, der schießt wild um sich und er schießt mich jetzt mit, ja, mit 10 anderen. Ist es dann Zufall, dass ich jetzt dem zum Opfer falle? Ja. Die Menschen, die er erwischt, die haben ihn im früheren Leben nicht auch erschossen. Wir haben hier einen freien Willen als Lichtwesen. Gehen wir weit zurück. Die Lichtwesen kommen hierher in diese Welt, nicht weil sie schlechtes Karma haben oder weil es eine notwendige Erfahrung ist, sondern weil es eine freiwillige Erfahrung ist. Liebe übrigens ist immer freiwillig. So deswegen, sie kommen als Liebe hierher. Das ist freiwillig. Und sie gehen, oder wir gehen, in eine Welt, wo... Und eine gefährliche Welt, in den letzten 5000 Jahren sind die ganz unterschiedlichsten Wesen unterwegs, zum Beispiel solche, die in die Menge schießen. Und das ist das Risiko. Wir gehen hier in diese Welt, in ein Risiko, dass es immer wieder Menschen gibt, die Taten machen, Übergriffe machen, Karmaketten beginnen und uns hineinzerren. Was ist genau eine Karmakette? Wo fängt die denn an? Sobald ich etwas tue, wo andere zu Schaden kommen? Ja, sobald ein Übergriff. Es beginnt immer mit einem Übergriff. Man kann das sogar, es würde zu weit führen, die Hopi zum Beispiel, die Hopi-Indianer, die haben eine Geschichte, ähnlich wie die Mayas, aber ihre Überlieferung geht, sie sagen 80.000 Jahre zurück. Noch weiter, aber sie sagen, vorher gibt es nicht viel zu berichten. Da war kein Teufel los und das war aber da. Sie sagen, damals gab es Übergriffe, wo jemand etwas kriegerisch bösartig gemacht hat und dort wurden Menschen in die Karmakette hineingerissen. Die Frage ist, wie geht man damit um? Aber hier ist der Ort, wo wir freien Willen missbrauchen können, wo wir in fremde Geschichten hineingezerrt werden. Das heißt, wenn mir etwas Schreckliches passiert, ist es mein freier Wille, wie ich A, darauf reagiere und B, ob ich eine Karma-Kette gar nicht erst für mich anlaufen lasse, sozusagen. Genau. Also meine Reaktion entscheidet, ob jetzt neues Karma geschaffen wird. Für dich. Genau. Für, und den, der anderen, Täter? Für den anderen, das ist ja seine Thematik, was er macht. So, aber bei uns ist es immer, wie wir reagieren. Auch wir eben Ursache und Wirkung. Das ist immer ein dynamisches Zusammenspiel von Prädestination, vorgegebenen Situationen und Handlungen, für die wir verantwortlich sind. Also es ist ganz wichtig, Karma, das Gesetz des Karma, das Gesetz von Aktion und Reaktion, prädestiniert immer nur Situationen, nie Handlungen. Es gibt keine prädestinierten Handlungen, nur prädestinierte Situationen. Natürlich, je unbewusster wir leben, umso mehr lassen wir uns von der Prädestination mitreißen. Aber das ist unsere Verantwortung, ob wir unbewusst leben oder nicht. Je bewusster wir sind, umso mehr können wir in einer Situation, die vorgegeben ist, so oder so reagieren. Also es ist deswegen ist es zynisch und auch falsch zu sagen, was immer Menschen zustößt, haben sie selber verursacht.
Das muss man auch erstmal verdauen. Ne? Das setzt natürlich, das widerspricht vielem, was auch, ich sag mal, hier, wir hatten auch auf dem Kongress die Stimmen, wo man sagt, naja, ich bin schon verantwortlich und Resonanzgesetz, ja, wir ziehen das an, was wir selber sind. Das ist wir sind verantwortlich, voll verantwortlich für das, wie ich damit reagiere, wie ich darauf reagiere. Da bin ich verantwortlich. Aber auf die äußere Situation, da können so viele Dinge passieren, die nicht direkt von mir verursacht wurden. Es gibt ja Übergriffe, es gibt auch andere, die einen freien Willen haben. So, wie reagiere ich darauf, dass es Schlachthöfe gibt? Werde ich Vegetarier oder nicht? Das ist mein freier Wille. Das ist jetzt halt mal so, gewisse Mentalitäten beuten andere Lebewesen aus. Wie gehe ich damit um? Ja, zum Beispiel Jesus, jetzt mal um das zu nennen, das kam mir gerade, der hat gesagt, wenn dich einer schlägt oder der Backpfeife so, ne, dann halte die andere Wange hin. Ist das der Weg? Muss man richtig verstehen, aber in diesem Zusammenhang ist es genauso. Wenn A B umbringt und die sich jetzt nicht verzeihen und auflösen, dann ist es prädestiniert, dass die sich wieder begegnen. Und zwar mit vertauschten Vorzeichen. Das ist prädestiniert, dass sie sich begegnen. Aber was aus dieser Situation passiert, ist nicht prädestiniert. Der A, der Mörder vom letzten Mal, kann in diesem Leben vielleicht ein Kind sein. Und das Opfer ein Erwachsener. Wir wissen, wie die Szene ist. Und der Erwachsene hat schon viele Kinder gesehen, aber bei diesem Kind hat er einen Impuls. Aber gleichzeitig ist die innere Stimme da, das Gewissen, die Intuition, das Wissen, dass es kriminell, teuflisch und so weiter ist, wenn ich jetzt was tue, wenn man jetzt sowas tun würde. Und der Beweis, dass diejenigen, die es trotzdem tun, wissen, dass sie etwas Verbotenes tun, ist, der Beweis ist, sie tun es heimlich. Das heißt also, sie wissen, was sie tun. Aber selbst wenn das jetzt die vertauschten Vorzeichen sind, ist das in keiner Hinsicht, die sind jetzt ja nicht quitt. Die Situation ist jetzt nur komplizierter geworden. Jetzt haben wir einen Täter, das Opfer wurde, ein Opfer, das Täter wurde. Zwei Opfer, zwei Täter. Jetzt ist es noch komplizierter. Also es ist keine Auflösung. Die Auflösung wäre genau das, dass der Erwachsene den Impuls spürt, aber auf das Wissen hört und sagt, vom Himmels Willen, lieber Gott, was habe ich für Gedanken? Ich muss Schattenarbeit machen. Solche Gedanken darf ich nicht haben. Warum? Ich bin ein Opfer, das nicht verzeiht hat. Und jedes Opfer, das nicht verzeiht, wird Täter. Okay, jetzt sind wir wieder beim Schlüsselwort Verzeihen. Ja. Also geht es darum, dass wir lernen zu vergeben oder zu verzeihen? Das ist das Große, was wir tun können. Das ist die kollektive Schattenarbeit. So, zum Beispiel andere schamanische Tradition, Hawaii, da gibt es Ho'oponopono. Und dort lernt man Karma auflösen, Karma-Ketten aufzulösen. Und das sind ja die vier berühmten Sätze, die man spricht. Zwar Täter und Opfer, gegenseitig. I'm sorry, please forgive me, I love you, I thank you. Auf Deutsch meistens übersetzt mit I'm sorry, es tut mir leid. Aber das klingt ja schon fast wie eine Floskel. Bisschen intensiver ist, ich bereue. Dann ist die Erkenntnis da. Es tut mir leid, meistens ist es nicht wirklich leid, denn wenn es einem wirklich leid tut, bereut man. Man würde sagen, ich würde es jetzt anders tun. Ich bereue, was ich da getan habe. Und dann ist auch die Bitte, please forgive me, ernst gemeint. Ich meine, wir haben es mit der katholischen Kirche gesehen, Johannes Paul II., wo er sich für die Völkermorde entschuldigt hat und für die Hexenverfolgung. Aber da war null Reue. Ich habe keine Reue gesehen. Das sah mehr so als Inszenierung aus. Es klingt gut, dass man das tut. Christen verzeihen. Was müsste jetzt passieren? Was müsste die Kirche zum Beispiel zugeben? Oder was müsste wirklich in den im Innern transformiert werden, bei denen das geheilt wird? Zum Beispiel die Hexenverbrennung. Sie müssten sehen, dass ihre Dogmen falsch waren und immer noch falsch sind, ist ja vertreten. Dass da vieles verdreht wurde. Und sie dürfen auch ein paar Schritte auf uns zumachen. Ein bisschen ganzheitliches und spirituelles und esoterisches Wissen, das sie ja bekämpft haben, weil das ihrer Machtpolitik widersprach. Und da müssen sie ganz gehörige Reue üben, weil sie haben ja ein paar Millionen Menschen auf dem Gewissen, oder? Also ziemliche Reue, institutionell, kollektiv, und dann den Wandel machen. Da führt kein Weg dran vorbei, an diesen vier Schritten. So, Und gerade in diesem hawaiianischen Ho'oponopono gibt es ja sogar, die gehen dann sogar noch einen Schritt weiter. Eben wenn wir von Verzeihung sprechen,
Verzeihen ist ja, es tut mir leid, ist eine Floskel, wenn ich denke, es ist alles gut so wie es ist und es gibt ja gar nichts Falsches und alles ist also sowieso nur abgemacht und so, dann erübrigt sich das Verzeihen. Das Verzeihen zeigt dir gerade, es gibt Dinge, die nicht in Ordnung sind, was wieder zeigt, es gibt eine Ordnung, wo wir in Resonanz sein können oder nicht. Und wenn es nicht in Ordnung ist, dann wird Verzeihen wichtig. Und dort im Hawaiianischen gibt es sogar jetzt Menschen, die sogar so weit gehen und sagen, und vielleicht auch wieder einen Kreis mit den Lichtwesen zu schließen, ich übernehme kollektiv Verantwortung für das Böse, was in dieser Welt geschieht. Nicht, weil ich mich als Täter sehe oder ich sage, ich habe die Völkermorde auch in mir und so, sondern weil gerade die, die das tun, es nicht einsehen, können wir stellvertretend für die Menschheitsfamilie Reue üben und um Verzeihung bitten gegenüber den Tieren. Ich als Vegetarier kann gegenüber den Tieren bitten, ich bitte gegenüber der ganzen Tierwelt, der ganzen Menschenwelt und den all den betroffenen Menschen, die in den letzten 5000 Jahren so gelitten haben, unter Tätern, die noch nicht einsichtig sind, kann ich stellvertretend für sie die Reue empfinden, um Verzeihung bitten, die Liebe aussprechen und den Dank aussprechen. Wir haben jetzt auch viel darüber gesprochen, wie alles entstanden ist und wie unser Weg als Lichtwesen eigentlich war oder immer noch ist. Was glaubst du, wo das jetzt alles hinführt? Es ist ein Übergang. Und bis zum Beginn dieses Übergangs war vieles noch karmisch und sehr schwierig zu ändern. Erste, zweite Weltkriege. Die wurden offensichtlich auch nicht verhindert, obwohl viele Menschen gebetet haben. Aber was jetzt alles kommt, meine, wir haben 500 Prophezeiungen aus 500 Jahren oder 1000 Jahren, 500 Seherstimmen, da gibt es ja mehrere Bücher, die sehen alle einen dritten Weltkrieg und der ist vor allem wieder hierzulande am Laufen. Irgendwie. Kann man ja nachlesen, das haben die alle gesehen. Aber das ist nur die eine Zeitschiene, das ist die karmische Linie. Aus Karma, ja, da steht einiges auf, denn da steht einiges in den roten Zahlen. Wenn das alles ankommt, dann Gnade uns Gott. Ja, aber dann ist schon wieder eine andere Ebene. Aber Karma kann geändert werden. Das ist der ganze Punkt, warum wir diskutieren. Karma kann geändert werden. Gute Prophezeiungen sind die, die nicht eintreten. Aber nicht, weil sie falsch sind, sondern weil sie einen Wandel im Bewusstsein bewirkt haben. Dann war es eine gute Prophezeiung, bewirkt einen Wandel im Bewusstsein und deswegen treten sie nicht ein. Zum Beispiel, und jetzt sind wir wieder in der Übergangszeit, wo auch die geistige Welt, die in den letzten 5000 Jahren sehr in den Rückzug gezogen hat, weil hier der freie Wille, auch der Dunkelseite, der gewalttätigen Seite, der ausbeuterischen Seite halt ausgelebt wurde, das kommt jetzt, diese Freiheit kommt an ein Ende. Diese negative Freiheit, wo man einfach alles tun kann und irgendeinmal ist mit diesem Zyklus geht dieses quasi wie negative Zeitfenster zu und dann hat man sich entweder fürs Licht entschieden oder man darf woanders weitermachen, aber nicht mehr hier. Aber nicht mehr hier. Also die werden dann, ich sag's jetzt mal, von höherer Ebene aussortiert über Krankheit, Unfälle oder andere was Dinge? Was immer der Grund ist, der Wandel ist hier angesagt auf der Erde. Mutter Erde sagt in einem medialen Text, der mich sehr beeindruckt hat, sagt Mutter Erde, ich habe unbegrenzte Liebe, aber nicht unbegrenzte Energie. Das heißt, irgendeinmal ist da fertig. Und die großen Zyklen sagen uns, wann das fertig ist. Und deswegen können jetzt auch die Lichtwesen, die höheren Welten wieder mehr eingreifen. Im inneren Leben, das erlebe ich auch sehr oft, wenn ich wichtige Schritte mache und frage, ist das richtig? Ist das wirklich im höheren Seelenplan? Und das Zeichen sind immer die Synchronizitäten. Unglaublichste Synchronizitäten. Wo man wirklich nur noch ehrfürchtig erstaunt und sagt, das ist rein subjektiv. Wenn ich dir zähle, sagt jeder andere, ja, nichts Besonderes, aber es ist auch nur für mich. Aber genau perfekt persönlich zugeschnitten. Da ist eine kosmische Intelligenz dahinter, wenn man schaut, was es braucht, dass diese Synchronizitäten eintreffen. Wenn man das analytisch anschaut, dann übersteigt das unseren Verstand. Aber es hat stattgefunden. Aber immer mehr auch im Kollektiven.
die eine Prophezeiung, eine positive Prophezeiung ist, dass vielleicht das noch mit Licht und Dunkel. Es ist so wie in der Bhagavad Gita. Das ist die indische Heilige Schrift, oder die indische Bibel, Bhagavad Gita, Krishna spricht mit Arjuna. So, da gibt es einen ganzen krassen Satz. Ganz krass. Da heißt es, in diesem Kosmos, und er ist multidimensional, in der Bhagavad Gita ist es klar, dass der Kosmos multidimensional ist, in diesem Kosmos gibt es nur zwei Kategorien von Lebewesen, Deva, Asura. Lichtwesen, Devas, die mit dem Licht verbunden sind, oder die, die nicht verbunden sind. Entweder oder. Ein ganz schönes Beispiel, ganz kurz einfach, ich habe mir vor kurzem Staubsauger gekauft, nach langer Zeit. Als alter Mönch habe ich immer alles selber geputzt, aber irgendeinmal gönnt man sich einen Staubsauger. Habe ich mir gemacht und dann legt man so ganz fidel los und auf irgendeinmal, ich gehe um die Kurve und reiße den Stecker raus. Oder auch nur so viel. Und da ist mir ganz bewusst geworden, entweder ist der Staubsauger eingesteckt oder nicht. Es ist nicht, er ist halb eingesteckt, halbe Saugkraft. Entweder oder. Entweder bist du mit dem Licht verbunden oder nicht. Und es gibt, ja. Ist es möglich, dass jeder zurück ins Licht findet? Oder gibt es auch verlorene Seelen, die, sage ich jetzt mal, für immer im Dunkeln bleiben? Für immer nicht, beziehungsweise nur so lange, wie sie wollen. So lange, wie sie meinen, es sei notwendig. Da, so lange bleibt man. Irgendwann erkennt man, es ist nicht notwendig, es ist keine notwendige Erfahrung, es ist eine freiwillige. Ich bleibe hier, solange ich will. Und ich kann weg, wenn ich den Schluss fasse. Dann gibt es vielleicht noch ein paar Dinge aufzuarbeiten, aber dann sind wir, das, es ist, aber diese krasse Aussage bedeutet, es gibt zwei Kategorien, diejenigen, die prinzipiell immer eingesteckt sind, wenn die mal ausstecken, merken sie es und entschuldigen sich und korrigieren. Und es gibt andere, die prinzipiell ausgesteckt sind, und wenn die mal einstecken, erschrecken sie und sagen sie, oh, bloß keine Blöße geben. Ja, nichts anmerken lassen. Jetzt nicht schwach sein und einfühlsam werden, unsere Waffenkäufe dienen dem Frieden. Also, nichts, einfach dann, da ja nichts anmerken lassen, weil im schwachen Moment merkt er, eigentlich ist das ein Mordsgeschäft, was wir hier machen. Ein Mordgeschäft. Aber da darf man sich nichts anmerken lassen. Das sind mal kurz eingesteckt, ausstecken. So, das sind die zwei Kategorien, und das ist nicht das Gleiche, aber wie du fragst, ist selbstverständlich. Der Sinn ist ja, dass diejenigen, die sich getrennt haben und meinen, das sei eine notwendige Erfahrung oder eine höhere Realität, dass die wieder verstehen, nein, ich kann mich jederzeit verbinden, und wenn man sich mit der Quelle verbindet, bekommt man aus dieser Quelle die ganze Energie, die man braucht. Und wenn man nicht verbunden ist, muss man die Energie woanders holen gehen, durch Raubzug, Ausbeutung und so weiter. Dann heißt es ja, es ist eigentlich nur absolut positiv, je mehr Menschen wach werden und je mehr Menschen ihre Karma-Ketten lösen oder beenden, umso mehr Chance haben wir doch auf Glück, Zufriedenheit und dass wir schon so einen paradiesischen Zustand irgendwann wieder haben. Das ist der Übergang. Die fünfte Welt wird anders sein als die vierte. In der fünften Welt ist die Spaltung überwunden. Und wenn die Spaltung weg ist, ist auch die Lüge weg. Und all die Geschäfte und all die politischen Programme, die darauf aufbauen. Die sind alle weg, glücklicherweise. So, die Menschheit ist nicht weg und die Welt ist nicht untergegangen. Das geht noch lang weiter, die Welt. Aber dieses Dunkle wird, und da kommen massive Veränderungen. Eben zum Beispiel die geistige Welt sagt, als Prophezeiung, ganz konkret, bevor in Europa wieder ein Krieg ausbricht, wann immer das ist, bevor er ausbricht, es gibt ja genug Leute, die Interesse haben, dass in Europa Krieg ist, haben wir ja vorhin gehört von Martin Soller, dass es da Interessengruppen gibt, die sind ja bekannt. Das ist ja keine Theorie. Das haben wir ja miterlebt in Europa. Und das hat ja noch nie aufgehört. Diese Pläne sind ja noch weiter. So, also bevor diese Dinge umgesetzt werden, die können nicht einfach nicht mehr nur so durchgeboxt werden. Wir sind in einer Übergangszeit. Die geistige Welt redet immer mehr ein ernstes Wort mit und lässt das alles nicht mehr so einfach zu. Und da heißt es zum Beispiel ganz ein Faktor, mit dem man nicht rechnet, ist, bevor das passiert, wird die Zeit angehalten. Die Lichtwesen sind die Intelligenzen hinter Raum und Zeit. Die können Zeit anhalten. Da wird die Zeit angehalten und außerhalb der Zeit wird jeder Mensch eingesteckt. Beziehungsweise jeder Mensch bekommt seinen Lebensfilm eingespielt, was eigentlich nur passiert, wenn man tot ist. Jetzt bekommen wir ihn gnädigerweise eingespielt, bevor wir tot sind.
Wir sehen die ganzen roten Zahlen. Wir erleben die ganz alles. Also die, die die Waffen schieben und dieses und jenes machen, Kinder und so, die bekommen alles eingespielt. Und dann sind sie wieder da. Und sind sich emotionell bewusst, was sie tun. Und da ist die große Herausforderung, die große Prüfung für die Menschheit, ändern wir uns dann. Viele, die so Böses tun, die können aus eigener Kraft nicht aufhören. Aber wenn wir jetzt schon, jetzt wieder ganz christlich, für die beten, die Böses tun, wie die Indianer das getan haben, die Indios, die haben 500 Jahre lang Morde ausgehalten, nur damit sie in 500 Jahren den nachkommenden Mördern dieses Wissen geben können. Ja, das ist Liebe, würde ich mal sagen. Und also eben wenn die, ja. Amen. Ja. Und jetzt sagen sie, jetzt sind wir dran. Wenn wir das auch tun, dann können wir kollektiv Verantwortung übernehmen. Aus dem richtigen Bewusstsein heraus. Und dann haben Gebete Kraft. Wenn ich bete und sage, ja, ich will eigentlich das Gute, aber das Gute braucht das Böse und das Gute fördert das Böse und ohne das Böse wissen wir gar nicht, was gut ist, aber auch das Gute will ich trotzdem, aber einseitig will ich auch nicht und spirituell will ich auch sein, also kann ich mich nicht wirklich nur fürs Gute einstellen, weil das ist einseitig und so. Wenn ich so bete, das hat überhaupt keine Kraft. Im Gegenteil, das nährt ja die Gegenseite, weil unsere Kraft abwesend ist. Da fehlt einer. Aber je mehr wir diese Dinge verstehen und aus diesem Bewusstsein heraus, dann können wenige Menschen sehr viel verändern. Denn dein Glaube hat dich geheilt. Und das ist nicht nur individuell, das ist kollektiv möglich. Und das ist jetzt angesagt. Armin, danke für dieses Gespräch. Wir sind schon am Ende und ich würde jetzt... Ah ja. Danke, dass du da warst. Und ich hoffe, wir lesen noch viel von dir und hören noch viel von dir. Ja, vielen Dank. Okay.